Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD mit mir, dem Ameisenkönig. Ich habe mich jetzt hier gerade mal ganz spontan nach Ichthusk gewirbelt, denn auf Ichthusk können wir uns noch ein Herzzahl genehmigen. Wir haben ja in der letzten Folge erfahren, dass Tetra Prinzessin Zelda ist und dass wir das Böse vom Antlitz der Welt erst dann verbannen können, also Ganondorf, wenn wir unser Masterschwert wieder reparieren indirekt. Ja, dafür müssen wir die Tempel aufsuchen, die es hier auf dem auf der Welt gibt. Ja, einmal dem, ich glaube, da unten ist der Terra-Tempel und dort oben ist der C4-Tempel. Ja, die müssen wir besuchen, um nun ja das Masterschwert zu reparieren. Aber ich dachte mir, komm, wir können auch zwischendurch mal so eine kleine Pause einlegen, ein bisschen die Füße hochlegen und noch ein paar Sachen entdecken, wie zum Beispiel auch noch ein Krog. Der Baum ist verdorrt. Oh, bei dir auch? Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Wie ist es dir ergangen? Was? Die zentopischen Bäume, die meine Freunde gepflanzt haben, sind auch verdorrt? Das hatte ich befürchtet. Wie du sehen kannst, ist es meinem Baum auch nicht besser ergangen. Am Anfang wollte ich es ja nicht so recht glauben. Aber nun scheint es immer wahrscheinlicher, dass auch hinter dieser Sache jener Garnon steckt, nicht wahr? Jedenfalls steht eines fest. Dieser Baum ist nur noch mit Hilfe von tantopischem Wasser zu retten. Werter Freund, bitte bring mir Wasser aus dem Wald Tantopias und beträufle damit diesen tantopischen Baum. Ich bitte dich wirklich inständigst. Ja, das werden wir leider noch nicht machen. Denn, ja, das kann noch ein bisschen dauern, bis ich dazu Bock habe. Einfach, weil ich noch nicht ganz genau weiß, auf welchen Inseln es alles überall Krogs gibt. Ich weiß, dass es einen Krog hier auf meinem Land gibt. Dann, Gott, verdammt nochmal, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es alle gibt. Nee, muss ich mal im Internet gucken. Aber das mache ich wirklich erst, wenn ich alle Inseln entdeckt habe, damit das, damit wir auch selber eigentlich Bescheid wüssten. Theoretisch. Aber ich kann mir das eh nicht merken. So. Wir haben noch was zu tun hier auf Ichthus, denn wir könnten noch unser... Was war das, was wir letztes Mal bekommen haben? Ah, unsere Mondsichelfahne. Eintauschen bei dem fliegenden Händler. Oder, und das finde ich jetzt irgendwie geiler, uns mal... Ach, warte mal. So. Dort drüben zum Vorsprung. Nicht teleportieren, aber fliegen lassen. Ne, fliegen lassen, dorthin transportieren lassen, so. Zack. So, denn dort gibt es auch noch etwas Interessantes zu holen. Wupp. Ich weiß gar nicht, ob man das, wie ich das früher herausgefunden habe. Ich glaube, ich habe das mal irgendwie aus Zufall entdeckt. Aber hier oben gibt es eine Truhe. Wow. Weil ich glaube, von da unten konnte man eigentlich gar nicht hier reinschauen. Da-da-da-da. Aber wir haben ein Herzteil gefunden. Und wir haben sogar zwei Herzteilstücke schon. Whoop. So, und dann besuchen wir mal den fliegenden Händler. Oh. Verdammt. Ich will ein bisschen Magie haben. Naja, dann nicht. So, mal gucken, ob er uns hier irgendwas Geileres dafür geben kann. Für die Mondsichelfahne. Das ist ja eine Mondsichelfahne. Dafür gebe ich dir eine Wasserkrugträgerin-Statuette. Und was sagst du? Klar. Jetzt kommt natürlich wieder seine Geiz. Jetzt kommt natürlich der Geizhals raus. Eine kleine Bearbeitungsgebühr muss ich allerdings auch verlangen. Leider ist dein Tauschgegenstand ja etwas verschmutzt, aber mit 65 Rubinen ist die Differenz wohl gut beglichen, glaube ich. Besten Dank. Dann sind wir uns ja einig. Gut, ich gebe dir jetzt deinen Teil des Handels, also streck bitte deine Hand aus. Oh yeah, eine neue Statuette. Eine eigenartige Statuette, die eine Wasserträgerin darstellt. Ja, denn der Typ auf Portemonnaie, unser guter Handelspartner, der hat uns aufgetragen, hier die fliegenden Händler aufzusuchen, um mehrere Statuen zu bekommen. Immer wieder eine Freude. Und durch dieses Tauschgeschäft, ist es uns möglich... Moment mal. Der rote Leuenkönig ist immer noch da hinten, oder? Oh, wie soll ich denn da wieder zurückkommen? Ich kann ja nicht irgendwie hochklettern, oder? Nee. Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt? Ach, verdammt, ich trinke doch. Ich ertrink doch eher, als ich da ankomme. Okay, probieren wir es mal.
Also, was ich sagen wollte, immer wenn wir da eine Statue bekommen, wird die automatisch auch zu dem Stand in Portemonnaie gebracht. Und ja, das bereichert nicht nur uns, sondern auch den Typen. Ich habe gerade den Namen wieder vergessen. Oh ja, doch, geschafft. Cool. Und ja, da wir schon mal hier sind, bin ich Ichthus. Ach, bei Ichthus. Ah nein, ich wollte eigentlich wieder. Die Steuerung, die will mich immer noch verarschen. Besuchen wir doch einfach mal hier das westliche Feenkardinal. Denn dort hatten wir beim letzten Mal versucht, ja, die Fee aufzusuchen. Oh, ich glaube. Nee, das ist das Stalagmitika. Da vorne. So. Denn dort vorne konnten wir noch nicht rein, ohne den gewissen Gegenstand, den wir jetzt haben. Ah, oh, da ist ein Schatz. Moment, ich muss eben noch den Schatz bergen. Ha. Wir müssen ja auch mal gucken, wo wir jetzt bleiben mit unserem Geld. Nein! Ach, verdammt. Ich bin zu schnell gewesen. Es muss hier... Nein, nein. So, muss hier sein ungefähr. Jawohl! Oh, okay. Besser als gar nichts, ne? So. Da war das. Denn dort waren diese komischen... Ich weiß gar nicht, wie man die bezeichnet. Diese Teile, die man mit einem Stahlhammer einhauen muss. Und da wir jetzt einen besitzen, können wir uns da mal umsehen. Und der Fee Hallo sagen. Vielleicht gibt sie uns ja noch irgendwas. Vielleicht können wir dann 100 Bomben tragen, endlich. Mal schauen. Gibt eigentlich noch so viel zu tun hier auf dem Meer. Oh, der Wellengang ist gerade so geil. Wow. Eine Welle. Yeah. Oh, geil. Ich liebe das einfach nur. Es gibt ja übrigens noch zwei. Also, wenn man das hier jetzt weg... das hier nicht mitzählt, gibt es noch eine. Ein Feenkardinal, was wir noch nicht entdeckt haben. Und zwar... Ja, es gibt ja eigentlich nur vier. Einmal das nördliche, das westliche, das südliche, ist hier. Und ja, das östliche. Aber es gibt noch das Dornarm-Feenkardinal. Da waren wir noch nicht. Und ich glaube, dort brauchten wir auch den Hammer, um unsere... Oh ne, warte mal. So. Um das... Oh, da ist ein blaues Schleimgelee. Schleim. Nein, haben wir schon gehabt. Okay. Um halt den Raum zu betreten. Oder das... der Fee Hallo zu sagen. Aber ich glaube, wir sagen erstmal dem Briefkasten Hallo. Der wippt so fröhlich hin und her. Guten Morgen. Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Dieser Brief ging per Nachname. Das macht... Was? Das macht 201 Rubin. Ist Ihnen das recht? Oh Gott, wenn es sein muss. Boah, wer schickt denn per Nachname? Sehr geehrte... Ach, das... Tingel. Sehr geehrter Herr Fee, vielen Dank für deinen Kauf. Ich habe dir die Wahnsinnskarte beigelegt. Hier sind die Orte eingezeichnet, an denen du Triforce-Karten und Splitter findest. Wahnsinn, oder? Also mach dich daran, all die schönen Karten zu finden, damit ich mir meinen Kopf über sie zerbrechen kann. Eines bitte ich aber zu entschuldigen, Herr Fee. Den Ort des letzten Splitters wusste ich nicht. Er scheint nämlich umherzuwandern, sobald es Nacht wird. Bitte nicht böse sein. Tingel. Du hast die Wahnsinnskarte gefunden. Sie zeigt dir, wo du die Triforce-Karten und Splitter findest. Das ist der blanke Wahnsinn. Öffne gleich den Kartenbildschirm und mach dich schlau. Hier ist Ihr zweiter Brief. An das Vorbild meines Sohnes. Ich danke dir, dass du dich für meinen Sohn einsetzt. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber bitte nimm das kleine Geschenk an, das ich dem Brief beigelegt habe. Es kommt von Herzen. Bitte sei meinem Sohn auch weiterhin ein so gutes Vorbild. Mit herzlichen Grüßen, Bates Mutter. Oder Byte. Oh, noch ein Herzteil. Jawohl. Das ist der Typ, der uns aufgetragen hat. Ach, jetzt habe ich eine Tingelflasche aufgesammelt. Aufgetragen hat, seiner Mutter einen Brief zu schicken. Der Terran-Tempel ist doof. Du bist doof. Also, ich glaube, es hackt. Der Terran-Tempel ist geil. Zack. So. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit, nur rumlabern und nichts tun, deswegen... Ah, hallo. Jetzt sagen wir mal einer echten Fee Hallo. Junge, der du die Winde erweckst.
Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Wow, du kannst jetzt mehr Pfeile mit dir führen. Maximal kannst du nun 60 Pfeile in deinem Köcher tragen. Geil! Die Feen dieser Quelle werden gern all deine Wunden lindern. Bla 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 bla. Oh Mann, Schnieke! Jawohl! Jetzt können wir endlich 60 tragen. Das ist ja echt. Oh, das war ja echt schon immer knapp mit den Pfeilen. Okay, wir haben sie jetzt noch nicht so lange, aber trotzdem war es bisher immer knapp. So, da. Ja, ich würde sagen, wir können uns jetzt entweder zu Isla Stalagmitica machen oder wir nutzen gerade die Gelegenheit und benutzen nochmal den Kanon des Sturms, denn jetzt bietet sich es eigentlich direkt an. Oder nee, wir können auch zuerst nach Tingel, oder? Ich überlege gerade. Nee, lass uns zuerst hier zur Mutter- und Kindinsel, denn dort konnten wir damals noch nicht hin. Oder wir konnten schon mal dahin, aber uns war es verwehrt, das Geschenk der Fee zu bekommen. Oh, warte, wie war das mal? Ah, ja, genau. So, dann auf zur Mutter- und Kindinsel. Ja. Hey, Kind! Hihi. Endlich also scheinen sich die Pforten zu deinem Schicksal geöffnet zu haben. Ich bin die Königin aller Feen. Na sowas, du erschrickst ja gar nicht, Kind. Du gefällst mir. Ich werde Pfeil und Bogen neue Kräfte spendieren. Die Kraft von Feuer und Eis wurde deinem Bogen aufgenommen. In deinem Bogen. Du kannst jetzt durch Drücken von ZR zwischen deinen Pfeilen umschalten. Mega! Die Eispfeile lassen selbst die loderndsten Flammen zu Eis erstarren. Die Feuerpfeile lassen selbst stattlichste Eismassive zerschmelzen. Die Feen dieser Quelle werden all deine Wunden lindern. Bediene dich ruhig ihrer Kräfte. Kind, ich muss zugeben, dass ich dich überaus süß finde. Hihi. Wie der rote Leue geguckt hat. So wie, ah, du Charmeur. Hätte ich noch meinen alten Körper. So in dem Sinne. Okay, cool. Dann würde ich sagen, was können wir jetzt noch machen? Wir könnten erstmal die heraufbrausende Nacht zum Tag machen. Nee, noch nicht. Nee, ich weiß, was wir jetzt machen. Wir könnten dem Typen, der uns hier 201 Rubin für den Brief. Oh, warte, falsch wieder. Genau so. 201 Rubin
dafür abgeluchst hat, dass er uns einen Brief zugestellt hat mit so einer beknackten Karte. Den besuchen wir erstmal und geben ihm erstmal dick aufs Maul. Also das Blöde an diesem Gewässer ist einfach nur, dass hier überall Haie lauern. Einfach der gesamte Quadrat ist hier einfach komplett überlaufen mit diesen Viechern. Ja, ich würde sagen, ja, dass wir uns hier in Acht nehmen und erstmal, da sind sie doch schon. Ich wusste es schon. Da, zack. Gib ihm. Ja, die lungern hier überall, ist echt behindert. So, aber erstmal fliehen wir zum Fisch. Hi. Oh, die springen aber so hoch, das ist richtig geil. So, X. Ach nee. Futtertasche. Und schwuppdiwuppt. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet. Und dazu noch eine nützliche Information, was? Na, dann falte doch erstmal deine Seekarte auf. Auf dieser Insel lebt ein Kerl namens Tingle. Der hat zwar seine besten Jahre auch schon länger hinter sich, zwängt sich aber trotzdem nur zu gerne in Knabenmode. Allerdings soll er der Beste sein, wenn es um das Entschlüsseln von geheimnisvollen alten Karten geht. Ich denke, das beweist mal wieder, dass man Leuten nicht voreilig nach ihrem Aussehen beurteilen sollte, was? Allerdings habe ich gehört, seine kostbaren Dienste lässt sich der Gute auch ordentlich entlohnen. Da kennt er nichts. Wenn du also eher zu den Unbetuchten gehörst, kannst du das mit den Karten wohl gleich wieder abschminken. Das wär's soweit von mir. Blablabla, alles klar, cool. Danke, Mann. Ja, das ist Tingle, der ist ein bisschen behindert, wenn es darum geht. Ihr habt ja gesehen, allein schon die Post. Wer nimmt denn für 201 Rubinen? Muss ich bezahlen für den Quatsch. Total beknackt. Ja, und sein Turm sagt doch alles, wie verrückt er ist. Ja, und da oben ist ein dicken Kopf von ihm. Ach, Mann, oh Mann. Verliebter kann man gar nicht sein in sich selber. Ich glaube, hier ist aber auch noch ein... Jawohl! Schleimgelee! Erwischt! Ach ja, wunderschön. So, was sagt das Schild hier? Zum nördlichen Feenkontinental, von hier aus nach Norden, nochmal nach Norden. Ach nee, okay. So, dann gehen wir mal nach hier oben. Es dürfte nichts mehr allzu... ja, okay, doch. Interessant könnte es werden. Denn hier gibt es nicht nur einen Tingle, es gibt hier mehrere. Oh, und wieso gibt es hier oben Tingelflaschen? Huch, das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe vor Mumien Angst, wenn ihr noch braucht. Okay, danke. So, hi. Herr Fee, ich habe dich vermisst. Was wollen wir spielen? Was wollen wir spielen? Hä? Du willst gar nicht spielen? Uiuiuiuiui, dieser alte, nostalgische Duft. Sag bloß, du hast eine Karte gefunden. Famos, famos, zeig her, zeig her. So, kannst du die Karte nicht lesen? Soll ich sie für dich entschlüsseln? Macht 398 Rubine. Bist du des Wahnsinns? Herr Fee, bist du vielleicht mittellos? Naja, macht nichts. Ich hoffe, du besuchst unseren Tingelturm bald mal wieder. Er dreht sich durch den Einsatz von ganz toller Magie. Oh ja, ich sehe schon, wenn ich hier runtergehe, dann holt er wieder die Peitsche Peitsche raus. Was macht ihr denn hier? Du bist doch der, der die Tingelflasche benutzt, oder? Oh. Nein, schon in Ordnung. Wenn du sie nicht benutzt... schon in Ordnung, wenn du sie nicht benutzt. Sicherlich hast du deine Gründe. Zerbrich dir bitte nicht den Kopf darüber. Nein, wirklich. Ist allerdings sehr praktisch, die Tingelflasche. Aber schon okay. Bloß keine Umstände. Hau, ruck und hepp. Das ist seine Magie, oh Gott, ey. und hepp, puh, ist das schwer. Ich vertraue dir jetzt mal was an. Die haben in Wirklichkeit noch einen Bruder. Es wäre herrlich, wenn der das hier anstelle meiner drehen könnte. Hau, ruck und hepp.
Ja, wieso macht er das dann nicht? Ha, okay. Oh, wenn wir schon mal hier sind, können wir das Gewitter auch mal ausnutzen, um uns total in die Windeln zu machen. Und zwar gibt es hier, glaube ich, noch irgendwo einen Möwenauflauf, ergo auch einen Kraken. Ich bin noch nicht sehr sicher, in welcher Richtung der war. Und, ah, ich sehe nur bei dem Blitz, wenn die Blitze auftauchen, sehe ich nur was. Möwen, Möwen, Möwen. Möwen. Oh Gott. Nee, ich sehe echt gar nichts hier. Da habe ich doch eine Möwe gehört. Rechts von mir. Nee, es ist unglaublich. Ich kann die nicht sehen. Oder seht ihr, habt ihr die gesehen? Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es hier einen Kraken gibt. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, komm. So, jetzt wird's heller. Kraken, Kraken, Kraken. Kraken, Kraken, Kraken. Ich bin irgendwie doof. Ich sehe hier gar nichts. Ohne Scheiß. Da. Aha. Richtung Westen, den Norden. Richtung Norden. Jawohl. Oh, ich wollte euch mit euch nach Norden. Denn dort gibt es noch eine Insel, die ja zwischen Mutter- und Kindinsel und Portemonnaie-Licht. Und die ist auch ziemlich geil. Die hat zwar eigentlich keinen richtigen Nutzen, aber ich finde sie trotzdem lustig. So. Dann mal auf gen Norden, doch. So, wo ist das Vieh? Da vorne. Komm nur her, du dreckiges Stück, du. Dir zeige ich, was es heißt, wenn man Feuerpfeile dabei hat. So, probieren wir mal mit den Feuerpfeilen. Boah, das Vieh hat ja noch mehr Augen. Krass, ey. Okay, ich glaube, wir müssen mal hier ein paar andere Geschütze auffahren. Das dauert hier zu lange mit so vielen Augen. Das könnte gefährlich werden. Stirb doch! Ich meine, wenn wir nämlich zu lange brauchen, dann landen wir in dem Bauch von dem Vieh. Das wollen wir ja nicht, oder? Na, komm schon. Bam! Weil das einfach nur so ein Strudel nutzt, ich als Kraken würde noch um mich schlagen oder so, wenn das Ding sich wehrt, was ich gerade versuche einzusaugen. Bis den! Bam! Und den! War es das noch nicht? Da oben hat er noch ein Vieh. Jawohl! Boah, wie viele Augen sind das denn? 16 oder so? 1, 2, 3, 4, 5. Es müssten 12 sein. 12 Augen. Krass. Wow! Ein Schatz! Super, den kann ich gut gebrauchen. Jetzt, wo ich hier Tingel noch mein ganzes Geld geben muss. Oh Mann, ja, das ist das Doofe. Jetzt in dem Abschnitt muss man ja die Karten fürs Hilfhaus sammeln. Und Tingel muss die alle entschlüsseln. Wow, du hast ein Herzteil gefunden. 4 dahin, keines mehr im Sinn. Deine Energie erhöht sich um 1. Ja, 10. Wir sind bei 10. Jawohl. Okay. Das wäre es jetzt eigentlich, glaube ich, schon in dieser Folge. Wir sind jetzt hier gerade bei 24 Minuten. Ich sag dann schon mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann nicht dort, sondern dort bei der Insel. Nee, Moment. So, bei der Insel. Dort gibt es nämlich ein kleines, schönes Minispiel, oh, was super viel Spaß macht. Und, tja. Danach könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen rumschippern oder so. Mal gucken, wie ich gerade Bock habe. Bis dann, macht's gut. Tschüss.